Ja, moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video bauen wir wieder was, und zwar ein Set von Kada, den blauen Lambo. Nein, das war ein Spaß, Gottes Willen. Wir bauen das hier. Ich hoffe, es passt in die Kamera. Es ist eigentlich ein süßes kleines Kada-Set. The Solar System aus der Kada Master Series. Designed von JK Brickworks, der sich eigentlich normalerweise hauptsächlich mit Lego beschäftigt. Aber das hier ist jetzt ein Kada-Set. Und wir bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, die Sonne, die Erde und den Mond mit einer Kurbel. Und das Ganze, wir gucken mal auf die Rückseite, soll sogar richtig proportional zu den Jahreszeiten stimmig sein. Also wir kommen hier Monate, Juni, Juli, August, September und so weiter und so weiter. Das sind vermutlich Aufkleber. Aber das gucken wir gleich an. Ich bin ganz aufgeregt. Das gucken wir uns gleich an, wenn ich es auspacke. Los geht's! Wir gehen also mit Kada dahin, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Ist natürlich Quatsch. Das Set hat übrigens die Nummer C71004W. 865 Teile, heißt The Solar System. Das ist faktisch gesehen natürlich richtig, weil es besteht aus einer Sonne und einer Erde. Es ist ein System. Aber natürlich wäre es auch schon gewesen, alle anderen sieben Planeten da noch dran zu klöppeln. Aber dann wäre es wahrscheinlich ein 15.000 Teile Set geworden. Und das bauen wir ja nicht. Also 865 Teile, Kombination aus Technik und Systemstein. Na, das sieht man ja schon auf Anhieb, die Sonne sind natürlich Systemsteine, die Erde und so weiter. Aber eben auch ganz viel Technik, Zahnräder, Liftarme. Die Base wird natürlich wieder System sein. Also wirklich easy. Habe ich direkt in China gekauft bei Kada. Man muss dazu sagen, ist derzeit im Kada Store nicht verfügbar. Also ich habe es zumindest kurz nachdem ich es bestellt habe, war es nicht mehr verfügbar. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich es bestellt habe. Nein, Quatsch. Hat 59, jetzt muss ich lügen, ich glaube $59 gekostet. Ich gucke es nochmal nach, und wenn, dann seht ihr es jetzt auch in der Set-Info. Und ja, also, und kommt in diesem wunderschönen Karton. Ich finde es inzwischen ganz cool, wenn ich so China-Sets kaufe, dass die dann auch im Karton kaufen. Wir machen kein Speedbuild. Ich glaube, das ist Quatsch, sondern ich baue das, und wie in letzter Zeit öfter, mache ich so an charakteristischen Stellen dann Stopp. Aber jetzt kommen wir erstmal ins Unboxing. Außerdem habe ich dann diese Stellen hoffentlich, wenn ihr dieses Video jetzt seht, mit Kapitelmarken versehen. Und dann könnt ihr auch immerhin skippen. Wenn ich es nicht gemacht habe, seht es mir nach, habe ich es vergessen. Hier sieht man mal die ganze Mechanik von oben, viele Zahnräder logischerweise. Da muss natürlich die entsprechende Umsetzung oder Übersetzung her, dass sich die Erde eben richtig passend zu den Jahreszeiten um die Sonne dreht. Das hat ja auch mit dem Neigungswinkel zu tun. Also die Erdachse ist ja geneigt. Und dadurch haben wir auf der Nordhalbkugel mal Sommer, mal Winter, und auf der Südhalbkugel eben genauso. Der Mond muss sich richtig drum herumdrehen. Ob die Größenverhältnisse so richtig sind, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Der Mond ist, glaube ich, ein bisschen größer, die Sonne auch. Aber gut, wir wollen nicht meckern. Der Karton ist wirklich schön. In dem Karton jede Menge Beutel. Und natürlich auch eine Bauanleitung. Noch ein kleiner Tipp. Kada hat ja auch viele Bauanleitungen. Achso, gucken wir uns den Karton noch eben an. Auf der Seite, wie bei den Master Sets üblich, so eine technische, so eine Strichzeichnung halt, so eine Konstruktionszeichnung. Sonst viel mehr ist da nicht. Der Karton ist aber sehr, sehr hochwertig. Mehrfach umleimt. Ist ein schöner Karton, den hebe ich, glaube ich, auf, weil der mir wirklich gut gefällt. Was ich sagen wollte, also es gibt ja, wenn man auf diesen DE Kada Store geht, einen Bereich Instructions, der ist leider seit einiger Zeit nicht mehr erreichbar, aber auf der chinesischen Kada-Seite, da sind die Bauanleitungen noch erreichbar und erhältlich. Dummerweise lädt der so unfassbar langsam, dass man wirklich in der Zwischenzeit, glaube ich, auch zum Mond fliegen könnte. Aber naja, es ist egal. Ein Stickerbogen mit den Monatsnamen. Das ist ja zum Glück so, dass man es eigentlich nur merkt, dass es Englisch ist am Mai, Oktober und Dezember, weil Okt hier mit C geschrieben wird und Dezember eben auch. Ansonsten merkt man das überhaupt nicht. Zwei kleine dünne Anleitungsheftchen sind dabei. Wie gesagt, Lizenz von JK Brickworks. Könnt ihr auch mal im Netz gucken. Der hat zum Beispiel auch diesen Drachen, diesen chinesischen Drachen von Lego.
der ja mit einer Kurbel versehen ist, dass die so tanzen, den hat der umgebaut, dass das smoother geht. Da brauchte man nur ein paar Steine mehr und dann konnte man das wesentlich smoother betreiben, das Teil. Gucken wir auch mal rein. Da gibt es natürlich ein paar Texte über die Erde, über den Mond. Nichts, was wissenschaftlich nicht schon bekannt wäre, aber es ist eine nette Geste. Es soll ja auch mehr oder weniger nur ein bisschen einführen in das Thema und es ist ein wissenschaftliches Set. So, dann was über JK Brickworks und das Wort Lego fällt natürlich nicht, ist klar. Wäre ein bisschen komisch. Und hier natürlich die üblichen Anleitungen. Kaderanleitungen sind sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich baue ja parallel gerade sonntags immer diesen blauen Rennwagen ist es. Und das ist einfach hervorragend zu machen. Und hier sieht man es, bei dieser Anleitung ist es jetzt mal wieder so, dass man hier sieht, die neu hinzuzufügenden Teile, zumindest bei großen Flächen, sind rot umrandet. Oder mit Pfeilen ist es genau markiert, was man wo machen muss. Also nicht entsaturiert, wie das bei den Technik-Sets ist. Und wir bauen zu Anfang, wie man hier unschwer erkennen kann, offenbar die Basis. Und der Kader auch komisch, aber ist halt so. Man hat Tüten, die nummeriert sind, also mit Nummern versehen. Gucken wir hier nochmal eben schnell. Am Anfang steht das. Wir haben Tüten 1 und 2 und 3. In den Anleitungen ist das dann aber A und B. Also wenn man hier A6 hört, ist das der sechste Bauschritt der Tüte 1. Keine Ahnung, warum die das so machen, aber wird schon einen Grund geben. Gut, und wir brauchen also Tüte 1, dann suche ich die mal aus. Und diese Platte hier natürlich, schöner Braunton. Die Klebis lege ich mal beiseite. Ich nehme an, das ist auch Tüte 1. Ja, ganz viel, eigentlich nur Systemsteine. Das sollte also relativ zügig zusammenzuklöppeln sein. Länger dauert es bei mir ja immer nur bei Technik. Und dann haben wir natürlich auch einiges an Technikbeutelchen. Manchmal gibt es eine Tüte 0, aber in diesem Fall wohl nicht. Hier ist schon Tüte 2 und 3. Also ich glaube, und einer ist extra. Ich hoffe nicht, dass eine Tüte kaputt gegangen ist. Hatte ich auch schon mal. Legen wir vorsichtig beiseite und fangen einfach mal an. Also ich fange jetzt mal an zu bauen und bei signifikanten Bauschritten, also da, wo es für euch interessant wird, und ich rede jetzt schon wieder 6 Minuten, bei signifikanten Bauschritten mache ich mal Stopp und gucken wir uns das kurz an. Also ich fange mal an, los geht's. Hey, nur ein kurzer Zwischenstopp, die Bodenplatte ist gebaut, relativ robust, also wurde nicht mit Teilen gespart. Sind ein paar Vertiefungen noch, hier diese Goldsachen, diese Goldkant-Ado-Gardine mit der Goldkante sind sehr schön. Die Fliesen, ja, ne, also bitte guckt nicht so genau drauf, hier sind übrigens Katzenhaare. Die sind ein bisschen verkratzt, bei einer habe ich den Kratzer drauf gemacht, aber es ist okay. Es sieht damit, also ich würde es jetzt in diesem Fall mal, also bei Lego würden ja jetzt alle wieder meckern, ich nicht, aber ich würde mal sagen, das gibt dem Ganzen hier so einen Vintage-Look und das soll es ja am Ende auch sein. Hat alles gepasst, kein einziges Teil übrig, keins hat gefehlt. Sehr gut, wir machen weiter, jetzt geht's schon, wir sind schon bei Tüte, also im Bereich B, also bauen jetzt mit Tüte 2 weiter und da kommen jetzt schon die ersten Aufbauten, damit dann das Ganze irgendwie festhält und naja, ihr werdet es ja sehen. Ich zeige euch, wenn ich die Tüte 2 gebaut habe, wie es da weitergegangen ist. Also bis gleich. Nochmal ein kurzer Zwischenstopp, einfach nur nochmal, um zu zeigen, wie diese Baseplate aufgebaut wird hier mit dem, heißt das Flat Gold, ich kenne immer die Farben nicht. Hier sind so Achsaufnahmen drin, wenn man genau reinguckt, in Rot. Ist wirklich schön, schön geworden bisher. Jetzt gehen wir an die ersten Technik-Bricks, also und auch Liftarme und so weiter. Jetzt konstruieren wir also schon die erste Mechanik. Aber vorher wollte ich euch das halt einfach nochmal zeigen. Diese Basis ist wirklich schön geworden und es sind fast alle Teile, die wir brauchen, schon auf dem Tisch. Also zumindest, ich nehme an, das ist für die Sonne, für die Erde. Hier ist die Mechanik, hinten sind noch ein paar Zahnräder. Wir werden es gleich sehen. Also ich baue einfach mal und ihr seht es dann ja. Ein weiterer kleiner oder schon etwas größerer Zwischenschritt ist geschafft. Ihr seht, die Mechanik funktioniert schon. Also ich kann jetzt hier schon kurbeln, das habe ich alles schon gebaut. Hier so ein Rahmen, sind jede Menge Zahnräder verbaut, es sind aber auch noch jede Menge Zahnräder da. Also zumindest habe ich jetzt schon mal die Grundfunktion, ich glaube der Rotation insgesamt. Es läuft sehr smooth, also überhaupt kein, es knackt nicht, es macht ein sehr angenehmes Geräusch. Hier ist wieder dieses Teil, ich weiß nicht, ob das... Naja, das ist, glaube ich, eines dieser problematischen Teile. Egal,
das ist mir ja egal als Kunde. Ich baue das jetzt. Im nächsten Schritt bauen wir diesen Kranz mit den Monatsnamen, den ich euch schon, wo dann die Aufkleber drauf haben, den ich euch schon gezeigt habe. Die Aufkleber baue ich da wahrscheinlich dann als letztes drauf. Aber im Prinzip funktioniert das schon sehr gut. Hier sind auch vorne noch zwei Pin-Aufnahmen. Da kann man sicher einen Motor drauf basteln. Aber dazu dann später mehr, wenn wir die Kiste genau angucken. Ich mache mal weiter laut Anleitung. Also ich habe jetzt Stargate gebaut. Nee, jetzt kommt der schwierigste Teil der ganzen Bauerei, glaube ich zumindest. Denn jetzt müssen laut Anleitung die Monatsnamen auf die entsprechend richtigen Plates geklebt werden. Abgesehen davon, dass ich diesen Ring überhaupt nicht rund hinbekomme. Also ihr seht, das ist ein bisschen eierig. Auf jeden Fall, das hier unten soll der Juni sein. Da fangen wir jetzt mal an. Entnehmen den Aufkleber. Und ihr wisst, ich kann das richtig gut mit den Aufklebern. Es wird furchtbar aussehen. Ja, natürlich sitzt schief, aber egal. Es ist egal. Ich weiß, und der innere Monk in vielen von euch, ich mache das jetzt ein bisschen anders, der innere Monk in vielen von euch wird aufschreien, bei mir auch. Ich versuche es doch mal ein bisschen anders zu machen. Ja, guck. Okay, Juli und so weiter. Jetzt werde ich das also, na, guck, hier. Ich werde das jetzt eben rumkleben und dann zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich den Ring fertig beklebt habe. Das müsst ihr, dieses Elend müsst ihr ja jetzt nicht ertragen. So, das Elend ist nicht so schlimm gewesen. Ging auch relativ schnell jetzt. Also hier sind alle Monatsnamen jetzt drauf. Juli, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, Mai. Da habe ich noch, ne, da fehlen die Äs. Also daran erkennt man es auch, dass es keine deutschen Monatsnamen sind, aber ich glaube, das ist für uns relativ egal. So, jetzt wird dieser Ring montiert und dann kommen wir wahrscheinlich irgendwann zu den Funktionen der Sonne. Dann bauen wir die Sonne irgendwann und die Erde und den Mond, freue ich mich schon drauf, aber den montiere ich jetzt mal. Der Witz ist, es kommt mir immer so vor, als hätte ich euch stundenlang nicht abgedatet. Dabei ist das für euch ja nur ein ganz kurzer Schnitt und ihr seid schon hier. Also wir haben schon ganz viel Mechanik gebaut, wie ihr seht. Den Ausleger, wo nachher der Mond befestigt ist. Und die Erde und ja, ob sich das alles so korrekt dreht, werden wir sehen. Also jedenfalls drehen sich Sachen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Es geht auch relativ leicht, aber dazu dann später mehr. Jetzt bauen wir tatsächlich noch ein ganz klein bisschen Mechanik hier hin. Und dann bauen wir schon die beiden Planeten, wollte ich sagen. Also den einen Planet und den Stern. Und hier ist ein 7er, ist über, aber vielleicht brauchen wir den noch. Also, das mache ich jetzt. Also ich baue jetzt den Rest der Mechanik, zeige euch das kurz nochmal. Und dann baue ich die Sonne vermutlich. Hier sind die gelben Teile und die Erde. Ja, und dann gucken wir mal. Den Mond habe ich auch schon irgendwo gesehen. Das ist ja nur so eine Kugel, aber jetzt finde ich ihn gerade nicht. Ich wollte ihn euch eigentlich gerade nochmal eben zeigen. Ah, hier, da haben wir den Mond. Der ist schon fertig. Der Mond ist schon fertig, nicht verlieren, das wäre blöd. So, genau, mache ich jetzt und beim nächsten Schnitt seht ihr das. So, die Mechanik ist zu, sagen wir, wie es ist, 95% fertig. Wir haben schon den Anzeiger hier, der zeigt, welcher aktuelle Monat da ist. Wir haben hier kommt der Mond nachher ran, die Erde, die Sonne hier in der Mitte ist alles vorbereitet. Jetzt brauchen wir die beiden Planeten, beziehungsweise einen Planet und den Stern. Und das zeige ich euch dann noch, wenn die fertig sind, dann die Montage. Und dann gibt es noch das schöne Review. Das kriegt ihr natürlich auch noch. Also, dann bis gleich. Für euch ja wieder nur ein kleiner Schnitt. Naja, für mich ein bisschen bauen. So, da ist der Tennisball fertig. Nein, das ist natürlich die Sonne. Und ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt montieren und wo ich die jetzt montieren soll. Irgendwo in der Mitte vermutlich. Hier ist einer, der übersteht. Da kommt die. Ah, ich weiß schon. Wollen wir das zusammen machen? Ich glaube, das wäre gut, oder? Da brauchen wir nämlich hier so eine Techniköse. Und dann stecken wir sie einfach hier oben drauf. Und ihr seht sie nicht, weil das Ding so weit aus dem Bild ist. Aber jetzt ist die Kugel schon drauf und die Sonne dreht sich auch mit. Und das ist auch richtig so. Ich glaube, ich habe sie in weiten Teilen richtig gebaut, wobei sieht ein bisschen asymmetrisch aus. Hier muss ich nochmal bei. Nehmen wir nochmal ab. Also ihr seht, da ist noch was zu tun. Die war ein Albtraum in Plates, sage ich mal so. Jetzt ist sie symmetrisch. Ja, da hat mein innerer Monk rebelliert, muss ich sagen. Das geht natürlich gar nicht. So, Sonne ist drauf. Jetzt baue ich die Erde. Auch das für euch nur ein paar Sekunden. Und ich habe mir noch eine Dose. Ich weiß, es ist eigentlich Hashtag keine Werbung, aber ich bin diesem Zeug verfallen. Naja, okay. Also, ich mache jetzt mal weiter, baue jetzt die Erde. Trara, da ist es fertig, unser Sonnensystem. Ihr könnt es hier fast kaum erkennen in der Kamera. Ich
drehe die mal ein bisschen höher, aber ich mache auch gleich noch meine Handkamera an. Aber erstmal hier, dass wir es im Gesamtüberblick sehen. Ich habe es noch gar nicht richtig ausprobiert, aber ihr seht, das funktioniert. Der Mond dreht sich um die Erde hat eine ziemliche Geschwindigkeit drauf. Und wir sehen, wie auch der Jahreszeitenzeiger, hier der rote, weiter wandert. Ob das jetzt so 100% stimmt. Ihr hört, es knackt ein bisschen. Das versuche ich noch zu analysieren, was da das Problem ist. Es scheint hier noch ein Zahnrad nicht richtig zu greifen, aber das ist sicher nur was ich zusammenstecken muss. Also ihr hört das vielleicht, wie das so knackt. Kann auch an meiner schlechten Bautechnik liegen, keine Ahnung. Also das jetzt mal so. Wir haben das jetzt mal ein bisschen gekurbelt. Man kann es auch übrigens in die andere Richtung kurbeln. Geht genauso. Dann dreht sich dieser ganze Arm zurück. Ich finde das von der Idee her fantastisch, so ein Set. Dazu gleich mehr. Ich mache jetzt mal die Handkamera an, damit ihr mal ein bisschen näher seht. Ich gehe da auch mal in den Weitwinkelmodus, damit wir überhaupt das hier auf dem Tisch einfangen können. Und dann seht ihr hier die Erde und den Mond. Hier oben mit den Polarkappen. Unten hat sie keine Polarkappen, da hat sie nur eine weiße Roundplate. Okay. Und dann hier, es gibt auch irgendwie Afrika mit den Wüsten hier. Da, das soll wohl Afrika sein, mit der Sahara oder überhaupt den Wüsten. Kann aber auch Südamerika sein. Ich möchte es nicht genau beschwören. Das ist der Mond. Ich weiß nicht, wie gesagt, die Größenverhältnisse stimmen natürlich überhaupt nicht. Ne? Also das ist ganz klar, die Sonne ist natürlich wesentlich größer als die Erde. Und auch ich glaube auch die Größenverhältnisse Erde-Mond stimmen nicht. Was wohl stimmt, ist die Übersetzung, also das Übersetzungsverhältnis. Da sind wirklich tonnenweise Zahnräder. Wenn man hier dreht, seht ihr auch, wie das geht. Lässt sich aber trotzdem recht gut drehen. Man könnte dann Motor anschließen, gar keine Frage. Aber ich glaube, das lasse ich mal. So, hier unten natürlich die ganze Sachen. Hier die Aufkleber sehen schick aus. Also bis auf den allerersten, den habe ich schief angebracht. Die anderen habe ich dann, glaube ich, ganz gut hingerichtet. Die sind vollflächig verklebt, diese Steine. Und der ist teils transparent. Und dann eben hier dieses Schild ist dann da drauf gedruckt. Die Base, super. Also schön gemacht. So ein Braun und Gold passt ja eh gut zusammen. Und dann eben diese wahnsinnig aufwendige Mechanik. Das sieht harmlos aus, so auf den ersten Blick. Aber wenn man das dann gebaut hat, merkt man, da steckt einiges an Technik drin. Sind zwar nur 865 Teile. Apropos, es ist ein bisschen was übrig geblieben. Der Stein sollte irgendwo eingebaut werden, ist aber nicht. Könnte man vielleicht noch zur Stabilisierung irgendwo anbauen. Aber also Kader üblich, da bleiben mal so Teile über. Wenn das einem bei Lego passiert, dann ist ja meistens... Dann hat man meistens grandios was falsch gemacht, aber hier scheint es so zu sein. Ja, also das dazu. Wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Erklärt, also es ist für Kinder auch, also es ist nicht für Kinder zu bauen, glaube ich. Es ist nicht umsonst ein Master-Set, ist jetzt auch keine große Herausforderung jetzt irgendwie. Aber ich würde sagen, für Kinder ist das dann doch nichts. Aber den Kindern die Himmelsmechaniken zu erklären, das ist natürlich schon toll. Zum Beispiel eben, dass die Erde eben nicht gerade eine senkrechte Achse hat, sondern leicht geneigt ist. Und dadurch, dass wir dann eben gelegentlich mal an der Nordhalbkugel Winter oder Sommer haben, je nachdem, wo wir dann sind, das passt natürlich schon. Ne? Ja, jetzt mache ich das Handykämmerchen mal wieder aus. Also super Modell. Tolles Set. Wenn ihr die Chance habt, noch eins zu kriegen, könnt ihr mal in den einschlägigen chinesischen Shops gucken. Aber vielleicht hat das Kader ja auch irgendwann wieder im Angebot. Das mit der Knackerei, da werde ich jetzt mich nochmal informieren oder nochmal genau gucken, was das ist. Das wird sicher irgendein Zahnrad sein hier oben. Das macht es nämlich erst, seit ich die Erde hier montiert habe. Da hört man es schon. Also ist wahrscheinlich noch was unter Spannung. Gut, das werde ich noch ein bisschen anpassen. Aber an sich ist es... Ist es eigentlich okay? Hier dreht sich auch noch irgendwas, das habe ich auch noch nicht. Ah, hier, ich habe, glaube ich, den Fehler schon gefunden. Hier dieses Zahnrad hier. Man fragt sich, was es tut. Da knackt es, da geht es nicht weiter. Okay, aber das finden wir raus. Ist ja für euch erstmal nicht so spannend. Ihr wollt ja nur das Set sehen. Also, tolles Set. Das Kader Master Set von JK Brickworks, so designt. In der Kader Master Serie The Solar System. Wunderschönes Set. Und ihr konntet es mit mir zusammen aufbauen.
Und danke euch, ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein kostenloses Abo meines Kanals freuen. Und wir sehen uns dann entweder im nächsten Video oder in einem meiner Livestreams wieder. Dankeschön und bis bald. Tschüss. Ja, da war der Abspann schon gelaufen. Und da bin ich nochmal, weil das möchte ich euch natürlich jetzt doch nicht vorenthalten. Ich habe diesen, der war doch nicht über, denn den habe ich hier vergessen. Und das sorgt vielleicht auch für die nötige Instabilität dieses Teils hier. Den wollte ich dann noch drauf drücken. Da knackt es zwar immer noch, aber jetzt ist wenigstens da dieser blöde Arm drauf. Aber wenn man es rückwärts laufen lässt, das ja, dann geht es eigentlich ganz gut. Ihr seht ja, wie schnell hier das vorangeht, wie schnell sich die Erde dreht. Man müsste jetzt mal zählen, ob sie innerhalb eines Monats sich auch so knapp 30 Mal um sich selber dreht. Aber eigentlich müsste es so sein, das wäre dann ziemlich korrekt. Ja, also habe ich doch noch einen kleinen Fehler gefunden. Aber jetzt danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.